Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Monster Train. Auf Ebene 6 sind wir. Wir haben die Wahl zwischen dem instabilen Vortex, Waffenhändler, Höllenglutüberreste oder 75 Gold, Magiehändler und verborgene Höhlen. Ich denke, wir gehen nach rechts. Aber weil wir das hier bringt uns nichts. Die Einheiten haben wir, glaube ich, schon relativ gut gepimpt. Das heißt, ich würde... Also zuerst mal nehmen wir das Gold. Und ich würde jetzt versuchen, so ein bisschen die Zauber zu pimpen. Ja, das hier werden wir auf jeden Fall machen müssen, weil wir haben ein paar Zauber, die einfach zu teuer sind. Zum Beispiel der Rambok. Wobei, ich würde fast lieber das hier nehmen. Verbessern wir das auf 2. Verbessere einen Zauber mit 10 magische Kraft. Dich, oder? Du wirst dadurch nicht verbraucht. Das finde ich gut. Und ein Zauber mit Permafrost. Ein Zauber mit Permafrost. Wir können eine der Seelenkarten mit Permafrost versehen. Halte beim Ziehen eingefroren. Eine eingefrorene Karte wird am Ende des Zuges nicht auf den Ablauf gestapelt. Ah ne, wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das ist vollkommener Quatsch. Dann haben wir die ja wieder auf der Hand. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Denke, die regenerative Explosion wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Weil dann können wir die auf der Hand behalten und dann bei einer guten Gelegenheit einsetzen. Aber das eingefroren wird entfernt. Das geht nur für eine Runde. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig der richtig gute Move war. Aber wir lassen das mal so. Wir kommen hier vielleicht nochmal zurück. Ich würde ganz gerne erstmal in die Höhlen gehen. Was haben wir hier noch? Ein neues Event. Wirfst du eine Opfergabe hier hinein? Ja, Artefakte sind gut. Oh, wir haben es beim ersten Mal gekriegt. Wende Schwindel auf gegnerische Einheiten an, wenn sie die Ebene unter der Höllenglut betreten. Sehr gut. Natürlich nehmen wir das. Abfahrt. Gute Sache, das hat sich gelohnt. So, Magiehändler, wollen wir nochmal... Ich denke, wir sollten nochmal unsere Sachen verbessern. Verbessere einen Zauber mit Doppelstapel. Statuseffektstapel, die durch diese Karte hinzugefügt werden, werden verdoppelt. Das wäre was für die. Das wären dann 8 Regenerationen. Wobei, ich meine, bei 30 brauchen wir das dann überhaupt noch. Ansonsten haben wir nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob wir das Gold dafür ausgeben wollen. Verbessere einen Zauber mit minus 1. Ja, das wäre nicht schlecht. 10 magische Kraft. Ich denke, wir machen das mal auf das Ding da. Und dann werde ich noch irgendwas günstiger machen. Das hier. Ich denke, den Stapelstein brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir sparen uns das Gold auf. Vielleicht können wir das noch irgendwie gut gebrauchen. So, nächster Kampf. Fell der Lichtschwinge. 700 HP hat dieses Ding. Greift jeden Zug ein weiteres Mal an. Wappen der Ewigkeit. Alabasterwachen haben 5 Zauberschild. Fell verleiht Einheiten Rüstung. Fell? Ach, Fell. Wie viel Rüstung? Wissen wir nicht. Okay, der hat 700 HP. Ich weiß nicht, ob wir den down kriegen. Ach, das ist wieder einer, der da ist. Okay,
Der gehörende Krieger ist diesmal ganz hinten. Das finde ich schon mal ganz gut. Und der kriegt schon mal 48 Schaden einfach direkt reingepfeffert. Alabasterwachen. 5 Zauberschild. Ja, wir sollten die versuchen wegzumachen. Du kommst definitiv mal hier hin. Und das fühlende Wesen, würde ich sagen, kommt hier oben hin. Was zur Hölle ist das da? Schon wieder eine Alabasterwache. Okay, du kommst da hin. Und dann packen wir den hier hinten noch hin. Und jetzt können wir noch einen von den Knilchen hier wegmachen. So, passt hoffentlich. Okay, der bleibt da. Die gehen nicht hoch. Ach, unbeweglich. Kann ich zwischen den Ebenen in Position. Okay, ich verstehe. So, die zwei werden schon mal weggemacht. Das ist fantastisch. Dann würde ich sagen, verliert der hier. Die werden nach oben gehen. Das ist aber okay. Die werden in der nächsten Runde hier oben dann dezimiert werden. Was wollen wir? Füge der vordersten gegnerischen Einheit Schaden in Höhe von 4-mal der Rüstung zu. Brauchen wir. Müssen wir das tatsächlich jetzt spielen? Ich weiß es nicht. Der kriegt einfach 15 Schaden, aber ansonsten nix. Zauber auf den rauf zu würgen bringt auch nicht wirklich viel. Wir könnten 20 Schaden hinzufügen mit dem Rambock, aber pff, das ist auch nicht so tolle. Ist es auch nicht so tolle. Minus 7. Ich denke, wir heilen hier einfach unsere Leute hoch, oder? Zum Beispiel haben wir die, ja, Regeneration 12. Packen wir mal auf dich. So, bitteschön, dann hast du ein bisschen mehr AP. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann kriegst du auch nochmal ein bisschen Damage. Und du ebenfalls nochmal. Und der Rest ist so okay. So, die zwei gehen hoch. Da kommen zwei neue rein. Ach, der kriegt jetzt wieder zwei Rüstungen. Und die werden platt gemacht. Das ist schon mal herrlich. Also hier auf der Ebene wird echt, da wird gerade richtig Rambazamba los. Eingefroren Permafrost. Wir müssen den jetzt nicht unbedingt spielen. Wir müssen die nicht unbedingt spielen. Wir haben hier halt relativ wenig Damage generell. Wir werden auf jeden Fall diesen Hornbruch spielen. Wir können auch das Ding hier mal wegmachen. Kriegt der minus 5. Sollen wir den heilen? Ich denke ja. Und dann spielen wir noch den Hornbruch auf dich. Moment mal. Verzauberung wird ausgelöst, dann kriegt er Rüstung.
Aber der wird nachher in der nächsten Runde so oder so weg sein. Ach nee, Mist, ich habe da, glaube ich, ich habe einen Fehler gemacht. So, wir müssen ihn mal wieder heilen. Er ist ein bisschen angeschlagen. Verbrauch wird flink. So, das machen wir auf jeden Fall auf den da. So viel steht fest. Wir machen auch noch 13 Schaden an dem Boss. Die machen 9. Der geht dann auf 1 runter. Viel HP, das Ding. Stelle 25 HP wieder her. Der kriegt 17 Schaden rein. Ich denke, wir machen das da mal. Wir heilen den wieder voll, oder? Oder heilen wir den da? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir den da heilen. Und er braucht ein bisschen mehr Damage. So, sehr gut. Auch da kommen wieder 2. Eieiei. Der hat wieder Rüstung, aber ich denke, den können wir wegmachen. Erlöschen. Wird ausgelöst, wenn die Einheit stirbt, gibt allen anderen Verbündeten plus 2 Schaden. Ja, würden wir dadurch einfach mehr Schaden kassieren? Das ist ein bisschen das Problemchen. Ich denke mal. Wie machen wir das am besten? Haben wir eine gute Regeneration? Ne, stellt 30. Wir können das hier verwenden noch. 30 Gesundheit wiederherstellen. Dann können wir das Ding wieder hochheilen. Wir können auch ihn heilen. Weil das momentan noch nicht unbedingt notwendig ist. Ich denke, wir heilen ihn mal wieder hoch. Und dann machen wir noch einen Hornbruch auf. Ne, der stirbt so oder so. Regeneration hier. Oder wir heilen unseren Kollegen hier unten ein bisschen. Warum nicht? So, der ist schon mal down. Da kommen wieder 2 von denen. Wow. Und der kriegt 19 Schaden reingedrückt. Jetzt nicht. Ich hätte ganz gerne, dass er mal in der Mitte steht, aber das tut er irgendwie gerade nicht. Die elende Sau. Ich denke, das passt. Minus 10. So, einfach den blöden Kobold spielen. Bringt nicht viel, ne? Bringt nicht viel. Wir haben. Das Problem ist, alle Einheiten sind hier. Wir haben keine Einheiten mehr, die wir da unten hinpappen können. Das ist so ein bisschen das Problem. Den jetzt heile, dann. Nee. Das ist eigentlich okay. Machen wir das mal. Ach, das hat nichts gemacht wegen dem Zauber. Die nächsten 3 Schadenszauber. Okay, weil er Schaden auf den gewirkt hätte. Deswegen hat das nichts gebracht. Schade. Aber wir können den hier mal wegmachen. Und dann regenerieren wir ihn hier. Wobei, ich denke, es ist fast besser, den da mal zu regenerieren. Da macht er ein bisschen mehr Schaden. So ist gut. D-
Das Problem ist, den hier kriegen wir einfach nicht platt. Hooray, aber jetzt kriegt der hier wenigstens mal ein bisschen Schaden. Okay, wir könnten 20 Schaden verursachen. Sollen wir das... Der Zauberschild wird das blocken. Aber den Rambock vielleicht nicht. Bin mir nicht sicher. Doch. Hat ihn auch geblockt. Alles klar. Nun gut. Letzte Welle. Letzte Welle. So, ja, ich denke mal, wir heilen dich wieder hoch. Du tötest den und dann wirst du getötet. Wir verursachen auf ihm keinen Schaden. Sollen wir einfach anfangen, den Boss zu malträtieren mit unseren Zaubern? So, bitteschön. Gute Sache. So, jetzt müsste er, ich wollte schon sagen, jetzt müsste der doch eigentlich sterben. Und das tut er auch. Also wir können den Zug direkt beenden. Weil er hinten halt einfach saumäßig Schaden reinbrettert. Achievement unlocked, Angel Hunter. Oh yeah. So, was haben wir denn? Kreislauf des Lebens. Verbessere eine Einheit mit 10 HP, wende 4 Dornen an, ist ein bisschen teuer. Nagel der Höllenhörner, wende 2 Wut und 2 Rüstung an. Oder Gesang der Okkultisten, verbrauch ziehe eine Einheit und verbessere sie mit 20. Das ist nicht schlecht. Wenn wir Einheiten haben. So, dann würde ich sagen, erhöhen wir das Mana pro Zug. Und das lief doch eigentlich. Jetzt sind wir schon auf Ebene 7. So weit sind wir noch nie gekommen. Es ist der zweitletzte Kampf, glaube ich. Oder es kommt da vielleicht noch einer. Wir wissen es nicht. So, was haben wir denn? Höllenglut, das bringt uns nichts. Magiehändler hatten wir gerade. Verborgene Höhlen brauchen wir auch nicht unbedingt. Schmuckhändler bietet eine zufällige Auswahl an Artefakten an. Das ist interessant. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach rechts. Erstmal das Gold mitnehmen. Dann gehen wir mal in den Schmuckhändler. Einheiten erhalten einen zusätzlichen Verbesserungsplatz. Das ist definitiv gut. Verbündete Einheiten erhalten plus 2 Schaden, wenn sie eine Einheit zerstören. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Chance 50% die vorderste und hintere gegnerische Einheit zu vertauschen, wenn sie deinen Zug betreten. Ne, ich denke, wir kaufen uns das hier. Für mehr reicht das Geld dann aber auch nicht. Ja, dann gehen wir noch in den instabilen Vortex. Was nehmen wir raus? Was will ich nicht? Was ist den Kobold? Der ist Rotze. Und ansonsten Schärfen ist ein bisschen teuer, aber das ist eigentlich auch Quatsch, oder? Das ist einfach zu schlecht. 4 Wut, das sind 8 Damage. Das dann aber runtertickt. Für 2? Naja, das ist zu teuer. So, dann die dunkle Schmiede. Was haben wir noch? 20 Dornen. Ja, ich denke, wir nehmen dann eher die 20 Dornen. Mir fast lieber. Und der nächste Kampf.
Geflügelhorde. Es ist zwar nicht die stärksten Soldaten, aber diese Gruppe der Geflügelten kämpft bis zum letzten Atemzug. Wenn sie sterben, fügen sie deinen Einheiten ein letztes Mal Schaden zu. 800 HP hat der. 25 Damage, unerbittlich, Trampelschaden. Beim Angreifen wird überschüssiger Schaden der nächsten gegnerischen Einheit zugefügt. Okay. Ne, 400 Münzen, das machen wir nicht. Auf in den Kampf. HP ist auf jeden Fall machbar. So, wie ist das hier, wie sieht es hier aus? Ganz okay. So, da haben wir einen fiesen Engel. Ich denke, wir packen dich da erstmal hin. Du machst die einfach mal direkt weg. Kriegst aber minus 38 Schaden halt rein. Nun gut. Und du hast 2 Damage gekriegt? Wie hast du 2 Damage gekriegt? Egal, auf jeden Fall der Stahlwerker, der kommt oben hin. Dann kann er ein bisschen Rüstung aufbauen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch... Sollen wir den hier wieder herstellen? Oder ihn schärfen? Wir schärfen ihn. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das am Anfang machen. Schärfen. Okay, so, der kriegt jetzt massig Schaden rein. Das heißt, wir müssen den heilen. Das heißt, wir machen das so. Dass er schon mal geheilt wird. Dann haben wir hier eine erweckende Hülle. Ich denke mal... Die würde... 30 Schaden... Erlöschen, ja, wenn sie sterben, dann kriegen sie halt direkt nochmal Schaden rein. Drücken sie direkt nochmal Schaden rein. Ich denke, wir spielen die Hülle hier. Fügen sie allen für der vordersten gegnerischen Einheit Schaden zu. Okay. Okay, wir packen dich hier. Packen wir dich da hinten hin? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oder sollen wir dich da hinten hinpacken? Also wir machen mal das. Dann heilen wir dich wieder hoch. Und können dann nichts mehr tun. Wir müssen ihn halt einfach immer wieder hochheilen. Was natürlich einfacher gesagt als getan ist. 38, ey. Stelle bei einer verbündeten Einheit 10 Gesundheit wieder her. Und das hier ist auf jeden Fall wichtig. Dann hätten wir den Rambock. Ne. Für eine verbündeten Einheit... Füge der vordersten gegnerischen Einheit Schaden zu. Ja, heil ihn nochmal. Wir müssen ihn einfach wieder hochheilen. So viel, ja. So viel steht fest. Wenn ich dich jetzt heile, kriegst du dann wieder mehr Schaden auch? Ich könnte auch dich mal ein bisschen heilen. Du hast Verjüngung, du hast auch Verjüngung, okay. Ansonsten brauchen wir gerade, glaube ich, nichts. Der hier baut ordentlich Rüstung auf. Oh, holy shit. Holy shit.
Verbrauch. Ziehe eine Einheit und verbessere sie mit 2020 null verfügbar. Das können wir momentan gar nicht spielen, weil wir keine Einheiten haben, ne? Ich denke ja. Wir haben auch keine Heilzauber gerade auf der Hand. Das ist ein bisschen doof. Aber ich gerade keine Heilzauber auf der Hand. Ich meine, wir werden einen von denen mal töten. Das verringert unseren Schaden zumindest einmal ein bisschen. Wir werden das, den Wildholzfoliant auf jeden Fall auch anwenden. Und zwar auf dich. Dann haben wir noch... könnt noch mal einen wegmachen. Nun gut, wir könnten... Ne, wir können nicht mehr, wir haben keinen Mana mehr. Er verliert jetzt leider saumäßig viel HP. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein paar Heilzauber. Meine Fresse. Okay, die hier haben zumindest... Wir haben keine Rüstung. Die haben zumindest... die gehen nicht in die Luft. Das heißt, ich würde sagen, wir werden die mal wegmachen. Und den kriegen wir nicht platt. Das heißt, einfach heilen. Und nochmal heilen. Der kriegt 7 Schaden noch. Das ist okay. Gut, naja, einigermaßen. Ich hoffe, es kommt gleich die letzte Welle, weil hier unten halten wir das nicht mehr so lange aus. Wir haben nicht genügend Heilzauber. Okay, wir haben eine Verschnaufpause. So, bitteschön, du brauchst das. Dann würde ich sagen... Verjüngung... Was? Verjüngung hier... Und ich meine, du brauchst das halt auch. So, die Permafrost-Karte behalten wir. So, da ist der Boss. Machen nach 187. So, und dann würde ich sagen, was machen wir denn? Schärfen. Stelle 25 Gesundheit wieder her, ziehe 2 Karten. Das ist schon mal gut, dann machen wir wesentlich mehr Schaden so. Dann können wir ihn auch noch heilen. Macht auch direkt nochmal guten Schaden. Bereits um 70 runter und da kriegen wir... Wir machen direkt nochmal ein bisschen was. Schärfen. Bessere... Die Einheit mit 4 Schaden, wende 4 Dornen an. So. So weit, so gut. Wir machen ordentlich Schaden. Ich denke, der dürfte hier nicht durchkommen. Also das eine Artefakt hier, Rettungspläne, das ist halt echt einfach saumäßig OP. Und im Prinzip müssen wir gar nichts mehr tun. Im Prinzip, wir müssen gar nichts mehr tun. Er stirbt einfach. Weil er halt, der eine Typ mit dem Doppelschlag macht halt einfach so übertrieben viel Schaden. Dass es Wahnsinn ist. Gute Sache. Hooray, eingelegte Dornen. Nimm 3 Stachelzauber auf die Hand. Was sind Stachelzauber? Verbrauch, wende 4 Dornen an. Ja, könnte okay sein. Erwecken. Den finde ich ganz gut. Wir brauchen gute Heilzauber. Ich weiß nicht, was Stachelzauber sind. Ich denke, wir nehmen den nicht. Das ist der sicherste Zauber. Was haben wir noch? Inferno. Füge Verbündeten und gegnerischen Einheiten 100 Schaden zu.
Durchdringen, verursacht, ja, geht durch die Rüstung durch. Das wäre was, wenn man eine Ebene leer lassen möchte. Das Problem ist, man muss auch diesen Zauber direkt auf der Hand halten. Das ist, ich denke, da müsste man ein ganzes Deck um diesen Zauber bilden, um den sinnvoll einsetzen zu können. Rambuk ist zu teuer, wir nehmen das. Und auch zu situational, wir können ihn so selten einsetzen. Das ist nicht so toll. Aber gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Und beim nächsten Mal geht es dann hier auf Ebene 8 weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit, euer Northgate.